Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der öffentlichen Anhörung im Ausschuss Arbeit und Soziales. Gegenstand unserer heutigen Anhörung sind folgende Vorlagen. A. Antrag der Abgeordneten Katja Kipping, Sabine Zimmer, Matthias W. Birkwald und weitere Abgeordnete der Fraktion Die Linke. Sanktionen bei Hartz IV und Leistungseinschränkungen bei der Sozialhilfe abschaffen. Bundestagsdrucksache 19/103. Und B. der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Heiduck, Britta Hasselmann und weitere Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Thema soziale Teilhabe und Selbstbestimmung in der Grundsicherung statt Sanktionen und Ausgrenzung. Bundestagsdrucksache 19/1711. Die von den Verbänden und Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19/1142 vor. Von Ihnen, den hier anwesenden Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen, wollen wir hören, wie Sie diese Vorlagen beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Erläuterung abgeben. Die gebe ich immer, die meisten von Ihnen kennen sie schon. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragesteller nach jeder Frage, das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde wieder eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten gibt. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie dafür einzeln auf. Vom DGB Herr Martin Künkler, von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Frau Christina Ramm, vom Zentralverband des Deutschen Handwerks Herrn Jan Dannenbring, von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. Herr Ivor Pavanov, vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit Herr Dr. Joachim Wolf, vom Deutschen Landkreistag, Herrn Dr. Markus Mempel. Vom Caritasverband, Frau Dr. Fix. Vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., die Herren Dr. Michael Löhr und Rahel und Frau Rahel Schwarz. Genau. Vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Gesamtverband e.V., Frau Tina Hoffmann. Und vom Kölner Arbeitslosenzentrum e.V., Frau Hedwig Wenner. Grüße Sie ganz herzlich. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an den die Frage gerichtet ist. Ich bitte die Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion, ihre Fragen zu stellen. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Wolf und Herrn Pavanov. Und zwar würde ich gerne wissen, ob Sie sagen können, welche Evidenzen und welche Studien es gibt zu der Frage, ob Sanktionen im SGB II grundsätzlich sinnvoll sind und wenn sie durchgeführt werden, zu welchen eventuellen Schieflagen sie eventuell führen könnten. Herr Pavanov und Herr Wolf. Gut. Es gibt eine Reihe von Studien, die sich damit beschäftigt haben, inwieweit Sanktionen die Übergänge aus Arbeitslosigkeit in ungeförderte Beschäftigung letztlich beschleunigen. Die Studien haben immer wieder festgestellt, dass das der Fall ist, dass also die Beschäftigungschancen nach einer Sanktionierung, und zwar aufgrund der Sanktionierung auch im Vergleich zu anderen Personen, die nicht sanktioniert werden, steigen. Das ist sicherlich ein Sachverhalt, der klar belegt ist. Es gibt Studien, die auch befragt haben, inwieweit die Sanktionierung notwendig ist, auch Sanktionierte befragt haben, ob sie notwendig ist, mit dem Ergebnis, dass der Frage, dass alle in den Jobcentern tun würden, was sie wollen, letztlich 70% der Personen, die befragt wurden, der Sanktionierten zugestimmt haben. Das wäre der Fall. Das heißt also, es gibt auf jeden Fall eine Sicht der Dinge, dass die Sanktionen, die ja wegen Pflichtverletzungen durchgeführt werden, auch wohl dazu führen, dass Pflichten eher nachgekommen wird. Es gibt aber auch Studien, die sich mit nicht intendierten Wirkungen
beschäftigt haben der Sanktionen, unter anderem inwieweit Personen sich beschleunigt vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Das haben wir auch untersucht, aber es haben auch andere untersucht. Auch dazu gibt es Ergebnisse. Es gibt einen beschleunigten Rückzug vom Arbeitsmarkt, sowohl im Allgemeinen als auch von unter 25-Jährigen, für die wir das speziell untersucht haben, allerdings von einem niedrigen Niveau aus. Also die Beschäftigungschancen, die Übergangswahrscheinlichkeit in Beschäftigung ist sehr viel höher als die Übergangswahrscheinlichkeit in Form eines Rückzugs vom Arbeitsmarkt. Das sollte man an der Stelle letztlich dazu sagen. Und es gibt einige Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, ob Sanktionen eben starke Einschränkungen bei den Lebensbedingungen hervorrufen können. Das sind insbesondere qualitative Befragungen, aber auch eine quantitative Befragung. Dabei gibt es klar die Message, dass das natürlich der Fall sein kann. Dinge wie eingeschränkte Ernährung, in Extremfällen bei Totalsanktionen auch Wohnungslosigkeit werden dabei durchaus von den Befragten angegeben. Materielle Lebensbedingungen werden natürlich eingeschränkt durch die Sanktionierung und umso stärker, je höher die Sanktionen ausfallen. Also das ist sicherlich das Ergebnis von Befragungen, sind Nebenwirkungen, die man sich nicht wünscht. Und im Einklang mit dem, was Studien gefunden haben zum Rückzug vom Arbeitsmarkt, findet man auch in der Befragung, dass die Sanktionen zum Teil dazu führen können, dass Personen sich von den Jobcentern ganz abmelden infolge einer Sanktionierung. Das vor allem bei den unter 25-Jährigen. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Herr Pawanow. Vielen Dank. Was die Studienlage betrifft, kann ich im Wesentlichen auf die Ausführungen von Herrn Dr. Wolf natürlich verweisen. Auch wir verwenden sehr stark die Studien des IAB. Wir sind aber durchaus in der Tat der Meinung, dass die Sanktion, der Sanktionsmechanismus durchaus einen förderlichen Effekt hat, ganz im Geiste des Prinzips fordern und fördern. Wir sehen darin auch, wenn der Begriff vielleicht etwas schwierig sein mag, wir sehen darin auch eine durchaus gewünschte pädagogische Wirkung, was das Verhalten der Betroffenen angeht. Denn, und insofern kann ich auch kurz eingehen noch auf den Bereich materielle Auswirkungen der Sanktion. Natürlich haben die Auswirkungen, aber auch, das mag vielleicht ein Problem sein, genau das soll auch so sein. Denn natürlich liegt es im Wesentlichen auch in der Hand der Betreffenden selber, ob sie durch Pflichtverletzung die Sanktion herbeiführen oder nicht. Und deswegen halten wir das System des Sanktionsmechanismus im Prinzip für völlig richtig und genau dem Prinzip fordern und fördern angemessen. Vielen Dank, Herr Pawanow. Jetzt hat noch einmal Herr Wittecker das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde noch mal die Frage an Herrn Dr. Wolf und zusätzlich an Herrn Dannenbrink und Herrn Mempel richten. Und zwar über die Frage nach der Vereinfachung des Sanktionsrechts. Von der Einschätzung aus Ihrer Praxis heraus, welche Möglichkeiten sehen Sie da, das Sanktionsrecht zu vereinfachen und damit die Arbeit in den Jobcentern zu erleichtern? Herr Dr. Wolf. Ja, wenn man letztlich sich die Ergebnisse der Forschung anschaut, gibt es daraus letztlich Konsequenzen, die auch eine Vereinfachung des Sanktionsrechts mit sich bringen. Denn ich habe ja gerade genannt, es gibt auf der einen Seite wünschenswerte Wirkungen wie die Beschäftigungschancen, die erhöht werden, aber dann wie die sehr starken Einschnitte. Wenn man das System vereinfachen wollte, wäre natürlich die Möglichkeit gegeben, dass man die sehr strengen Sanktionen für die unter 25-Jährigen an die Regeln für die ab 25-Jährigen bei den Pflichtverletzungen angleicht. Wenn es darum geht, Pflichten weiterhin letztlich für wichtig zu halten, aber dennoch eben die starken Einschränkungen, die Lebensbedingungen zurückzubringen, dann kann man auch bei wiederholten Sanktionen sich vorstellen, statt verschärfte Sanktionen von 30% auf 60%, könnte man sich auch vorstellen, dass man die Sanktionen so durchführt, dass wenn man wiederholte Sanktionen schärfer ausfallen lassen will, dass man dann eben 30% für 4 oder 5 Monate statt für 3 Monate letztlich als eine Sanktion durchführt. Dadurch haben wir natürlich auch Vorteile, weil dann sowas wie Sachleistungen nicht notwendig sind. Das würde entbürokratisieren, die Krankenversicherung bleibt erhalten, Darlehen wären nicht notwendig. Man kann sozusagen damit auch seine laufenden Kosten noch besser decken und es wird weniger bürokratisch. Vielen Dank, Herr Dannenbrink. Ja, vielen Dank. Ergänzend zu den Ausführungen von Herrn Wolf ist es, glaube ich, wichtig, auch auf die Praxis in den Jobcentern hinzuweisen und darauf, dass die Vermittler von bürokratischen Belastungen befreit werden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, um zu einer individuellen Betreuung von Langzeitarbeitslosen zu kommen. Wir hören immer wieder, dass gerade die Vermittler in den Jobcentern mit enormen bürokratischen Belastungen zu kämpfen haben. Es gibt Leistungsbescheide, die haben einen Umfang von 50 bis 100 Seiten. Das kann nicht sein.
sein. Und hier ist letztlich auch der Gesetzgeber aufgefordert, die entsprechenden Änderungen herbeizuführen, um die Vermittler von diesen bürokratischen Belastungen zu befreien, damit sie sich wirklich individuell um die Belange der, der SGB-II-Leistungsempfänger kümmern können. Vielen Dank, Herr Dannenbrink. Herr Dr. Mempel. Jetzt ist im Grunde alles schon gesagt worden. Auch der Deutsche Landkreistag kann sich vorstellen, die Regelung, die unterschiedlichen Regelungsregime für über- und unter 25-Jährige anzugleichen, und zwar auf dem geringeren Niveau, sozusagen Kürzungsniveau der über 25-Jährigen. Wir können uns darüber hinaus auch vorstellen, dass man bei einer Leistungskürzung von 30% dann aufhört, was eben, wie Kollege Wolf gesagt hat, zur Folge hätte, dass sich die Frage der Gewährung von Sachleistungen, die ja immer sehr verwaltungsaufwendig sind, nicht stellt. Wir haben das Thema ja schon vor etlichen Jahren auf der Agenda gehabt. Und im Zuge der Rechtsvereinfachung 2016 zum August ist es nicht gelungen, hier zu vereinfachenden Regelungen zu kommen. Unser Wunsch, unsere Erwartung ist, dass es in dieser Legislaturperiode tatsächlich gelingt, um den Jobcentern mehr Freiheit für die eigentliche, also personelle Freiheit, Kapazitäten für die eigentliche Aufgabe, nämlich die Qualifizierung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen, zu schaffen. Wenn man sich vor Augen führt, dass mittlerweile pro Jobcenter ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter mit rechtlichen, also leistungsrechtlichen Dingen zu tun hat, die Sicherung des Lebensunterhalts und die Kosten der Unterkunft anbelangen, dann ist hier Potenzial, über Vereinfachung eben auch personelle Ressourcen zu heben, um dieses Verhältnis zugunsten der Vermittlung zu begradigen. Vielen Dank, Herr Dr. Mempel. Jetzt hat noch für die CDU-CSU-Fraktion Herr Zimmer das Wort. Dankeschön. Die Frage richtet sich an IAB und den Deutschen Landkreistag. Das Stichwort von den pädagogischen Komponenten ist ja eben schon gefallen und offensichtlich stimmen viele Bezieher von Leistungen nach SGB II diesem dann auch zu, dass die Jobcenter mit einer Kürzung drohen müssen, weil man sonst alles dann sonst mache, was man wolle, wird dann berichtet aus einer Studie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik. Und dass im Wesentlichen auch von vielen Beziehern die Notwendigkeit von eines Sanktionssystems bestätigt wird. Wie würden Sie die Aussage beurteilen, dass schon die Androhung von solchen Sanktionen disziplinierende Wirkungen hat? Und wie würden Sie folglich dann die Aussicht beurteilen, wenn wir die Sanktionen vollkommen zurückfahren würden beziehungsweise keine Sanktionen mehr aussprechen könnten? Herr Dr. Wolf. Ja, letztlich haben wir keine Studien dazu, muss man sagen, für Deutschland, die das mit der Androhung der Sanktionen untersucht. Wir haben Studien für andere Länder wie Schweiz, bei denen man sieht, dass schon die Androhung von Sanktionen durchaus disziplinierende Wirkung hat und dazu führt, dass eben Personen beschleunigt in den Arbeitsmarkt übergehen. Wir gehen auch davon aus, dass das natürlich in Deutschland eine Rolle spielt. Es ist sehr, sehr schwer, das zu untersuchen. Deswegen ist da noch bislang noch nichts vorhanden. Letztlich sind die Indizien ja dafür da, dass Sie haben die Zahlen, die ich ja eben schon genannt habe, nochmal genannt. Und insofern halte ich natürlich die vollkommene Abschaffung von Sanktionen schwierig, wenn man letztlich weiterhin ein System haben möchte, bei dem die Personen die Pflichten, die eben festgeschrieben sind, im SGB II denen nachkommen sollen. Das heißt nicht, dass alle Personen die Pflichten verletzen würden, aber ein Teil der Personen würde es eventuell tun. Und wenn das Sanktionssystem eingestellt würde, wäre zu vermuten, dass das eben nicht mehr in dem Umfang der Fall sein kann. Vielen Dank, Herr Dr. Mempel, Sie haben das Wort. Auch wir erachten das bloße Vorhandensein des Sanktionsinstrumentariums für ein wichtiges Hilfsmittel im Integrationsprozess. Das wirkt sicherlich auf die Leistungsberechtigten, die davon betroffen sind, einerseits abschreckend, auf Ihre Frage eingehend abschreckend, andererseits bekommen wir von den Jobcentern auch zurückgemeldet, dass bei manchen die Abschreckungswirkung nicht fruchtet sozusagen und es nicht zu verbesserter Mitwirkung führt. Insofern ist auch die Durchführung von Sanktionen durch die Jobcenter als wichtiges Instrumentarium unentbehrlich. Ohne Sanktionen könnten viele Leistungsberechtigte schlichtweg nicht erreicht werden. Zudem haben wir auch keine rechtlichen Bedenken gegen das Vorhandensein der Sanktionen, weil das Grundgesetz keine bedingungslosen Sozialleistungen fordert und der Mitwirkungsakt, sozusagen die Mitwirkungsverpflichtung
von Sozialleistungsberechtigten dem deutschen Sozialrecht immanent ist. Insofern haben wir damit kein Problem. Zumal möchte ich daran erinnern, dass dieser Gedanke von Fördern und Fordern auch auf einem gesellschaftlichen Grundkonsens fußt, der da heißt, das Ziel ist es, für jeden Einzelnen unabhängig von staatlichen Transfers zu leben und durch seine eigenen Hände Arbeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, was im SGB II in § 1 auch deutlich zum Ausdruck kommt. Insofern ist das Bemühen, auch das staatlich sozusagen eingeforderte Bemühen, von Leistungsberechtigten unbedingt beizubehalten. Denn ohne Sanktionierung würde es letztlich ein bedingungsloses Grundeinkommen bedeuten. Dafür sind wir nicht. Vielen Dank. Jetzt für die CDU-CSU-Fraktion, Herr Bialatz. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dannenbrink, Herrn Dr. Mempel und Herrn Pavanov. Die Frage nach Sinn und Zweck und Wirkung der Sanktionen ist ja nicht neu. Bereits in der alten Sozialhilfe galt ja schon für Erwerbstätige und für Erwerbsfähige die Verpflichtung, alles Zumutbare zu unternehmen, um die Hilfebedürftigkeit zu überwinden. Brauchen wir weiterhin Regelungen, die bei Obliegenheitsverletzungen greifen? Hat sich da, andere Frage, unsere Gesellschaft oder unser Verständnis geändert oder gelten die hergebrachten Grundsätze weiterhin? Dank. Zur Beantwortung Herr Dannenbrink. Ja, vielen Dank für die Frage. Aus Sicht des Handwerks sind die Prinzipien des SGB II weiterhin unverändert gültig. Gerade Handwerker als Steuer- und Beitragszahler haben die Erwartung, dass jede zumutbare Arbeit auch angenommen wird und dass die Ausschlagung beispielsweise eines Arbeitsangebots für zumutbare Arbeit nicht folgenlos bleibt. Also insofern das Prinzip Fördern und Fordern, das hat unverändert Gültigkeit. Letztlich sind Sanktionen immer als Ultima Ratio einzusetzen. Das ist, steht fest, das ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz sind sie unentbehrlich, um Hilfebedürftige dazu zu bringen, ihre Hilfebedürftigkeit möglichst rasch zu überwinden und dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu stehen. Also die Grundsätze des SGB II haben unverändert Gültigkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Mempel. Ich kann dem nur zustimmen, möchte kurz hinzufügen, dass die Prinzipien von Fördern und Fordern und das sehr gut ausbalancierte Verhältnis von Fördern und Fordern einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Arbeitsmarktreform aus dem Jahre 2005 so erfolgreich gewesen ist. Das dürfen wir nicht verkennen. Wir haben eine dramatisch zurückgehende Arbeitslosigkeit, auch eine signifikant zurückgehende Langzeitarbeitslosigkeit, dass wir da noch nicht am Ziel sind, ist völlig klar, aber an der Schraube sozusagen des Forderns zu drehen, würde ein Grundbauelement der Reform im Grunde zum Schlechten verändern. Herr Pavanov. Auch ich kann dem ganz und gar zustimmen. Die Prinzipien sind nach wie vor richtig und berechtigt. Es ist so, dass gesellschaftliche Solidarität auf der einen Seite nur eingefordert werden kann, wenn man auf der anderen Seite auch ein gewisses Bemühen mitbringt. Und was das Bemühen angeht, so muss man dann doch sagen, es geht ja letztlich um Pflichtverletzungen. Diese Pflichtverletzungen, wir sprechen jetzt nicht über Härtefälle, die gesondert geregelt werden können, aber die Anfang der normale Pflichtverletzung beruht auf Verhalten, auf freien, selbstbestimmten Verhalten des Einzelnen. Dafür kann er gerade stehen, dafür hat er auch Verantwortung zu übernehmen und das heißt in der Konsequenz auch Sanktionen zu tragen. Und auch, dass die Verschärfung der Sanktionen angeht, halten wir es prinzipiell für richtig. Wenn sozusagen die Wirkung bei einer vergleichsweise schwachen Sanktion nicht eintritt, dann bleibt bedauerlicherweise, es ist in anderen Rechtsbereichen ähnlich, dann bleibt nur eine etwas stärkere Sanktion übrig, um vielleicht dann doch noch den gewünschten pädagogischen Effekt zu erzielen. Und das gilt gerade auch, auch wenn es unpopulär ist, gerade auch für U25. Vielen Dank, Herr Pavanov. Jetzt hat für die CDU-CSU-Fraktion als nächster Herr Weiß das Wort. Ich würde gerne Herrn Dr. Mempel vom Landkreistag fragen. Es wird behauptet, wenn mal sanktioniert werden muss, dann würde den Betreffenden der verfassungsmäßig ihnen zustehende Mindestlebensunterhalt nicht mehr gewährleistet sein. Ich möchte Sie einfach um eine Einschätzung bitten und gleichzeitig fragen, wie denn in solchen Fällen der notwendige Lebensunterhalt gesichert wird. Es ist schon angeklungen, Sie haben genau, Herr Mempel, Entschuldigung, tut mir leid. Es ist schon angeklungen, Sie haben ab einer gewissen Intensität der Leistungskürzung den Anspruch auf Sachleistungen.
Das wird dann vom Jobcenter geprüft. Und dann gibt es beispielsweise Wertgutscheine, ja, mit denen Sie sich dann versorgen können. Zuvor, also vor der Sanktionierung, wird belehrt. Das ist gesetzlich vorgesehen, dass das auch schriftlich passieren kann. Zudem wird nicht sanktioniert, wenn ein wichtiger Grund angeführt werden kann. Also das kann man sich rechtlich so ein bisschen wie eine Art Verschuldenskomponente in Anführungsstrichen vorstellen, also eine subjektive Komponente. Ein wichtiger Grund ist zum Beispiel, wenn ich aufgrund psychischer Beeinträchtigung, gesundheitlicher Beeinträchtigung nicht in der Lage bin, meinen vereinbarten Termin im Jobcenter wahrzunehmen. Wenn ich sozusagen das als eigene Entschuldigung anbringe, dann wird nicht sanktioniert. Zudem habe ich dann noch mal eine Stufe später auch die Möglichkeit gesetzlich, durch Nachholen der Pflicht meine Sanktionierung sozusagen abzumildern. Also, um auf Ihre Frage zu antworten, es gibt Sachleistung, aber zweiter Teil der Antwort ist immer wieder, Sie haben ein gestuftes Verfahren und Sie haben eben, ehe es zu drastischsten Sanktionierungen kommt, bis zu 100%, haben Sie einen sehr langen Weg sozusagen mehrerer Pflichtverletzungen und auch mehrerer beharrlicher Pflichtverletzungen zu absolvieren. Vielen Dank, Herr Dr. Mempel. Jetzt hat für die CDU-CSU-Fraktion Frau Letius das Wort zu einer Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, wir werden uns oder sind uns alle einig, es wäre natürlich toll, wenn wir gar keine Sanktionen brauchen würden und es keine Pflichtverletzungen geben würde. Aber es gibt nun mal die Probleme bei den Sanktionen und bei der Auffassung, was sind meine Rechte und was sind meine Pflichten. Wie könnten Sie sich vorstellen, gibt es da Verbesserungen oder könnten wir Verbesserungen machen im Beratungsgespräch und in dem Eingliederungsprozess? Es wurde eben schon Vereinfachungen und Bürokratieabbau angesprochen. Was könnte man da tun, um da die Obliegenheiten besser zu in den Griff zu bekommen und die Anzahl der Sanktionen zu drängen? Meine Frage, Entschuldigung, geht an Herrn Professor Dr. Wolf und an Herrn Dr. Markus Mempel. Herr Dr. Wolf, Sie haben das Wort zu antworten. Ja, was den Beratungsprozess, Eingliederungsprozess angeht, spielt natürlich eine wichtige Rolle, inwieweit es gelingt, dass wirklich, sagen wir mal, Vermittler, Fachkraft gemeinsam mit dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten einen gemeinsamen Plan ausarbeitet, wirklich eine gemeinsame Integrationsstrategie ausarbeitet. Das ist sicherlich wichtig, das gelingt natürlich auch in einigen Fällen, aber es würde vielleicht besser gelingen, und das ist das, was Studien ja auch zeigen, wie die Berliner Joboffensive, wenn man ja letztlich den Betreuungsschlüssel noch weiter verbessern kann und dadurch die Möglichkeit hat, eine höhere Kontaktdichte zu haben, ein besseres Vertrauensverhältnis zu schaffen zwischen den Integrationsfachkräften und den Personen, die von ihnen betreut werden, und damit natürlich auch gemeinsam Zeit hat, eine Integrationsstrategie zu erarbeiten und bessere Vermittlungsvorschläge zu unterbreiten. Herr Dr. Mempel. Es ist natürlich richtig, dass Information, Aufklärung, Belehrung, Beratung dazu führt, dass Leistungsberechtigte ja Einsicht und Akzeptanz in die Dinge haben, die von ihnen verlangt werden und die sie anstreben sollten. Wenn man sich das rechtliche Instrumentarium anguckt, dann bietet das jetzige SGB II hinreichend Möglichkeiten. Erst im Jahr 2016 wurden die Beratungspflichten der Jobcenter erweitert in § 14 Absatz 2. Also es gibt jetzt auch einen einklagbaren Anspruch darauf, des Einzelnen darauf, über die leistungsrechtlichen Folgen beraten zu werden. Das schließt Sanktionierung etc. ein. Also hier hat der Gesetzgeber schon etwas getan, ja, in Richtung einer Verbesserung. In tatsächlicher Hinsicht tun die Jobcenter vergleichsweise viel, um eben, wie schon gesagt wurde, eine gemeinsame Strategie zu verfolgen. Ziel ist ja tatsächlich, also das wird an der Eingliederungsvereinbarung ja auch deutlich, eine gemeinsame Zielvorstellung von Jobcenter und Einzelnen zu entwickeln, wie die Integration, Qualifikation mit Blick auf den ersten Arbeitsmarkt gelingen kann. Dazu gehört dann eben auch, dass man
beispielsweise präventiv wirkt. Also Belehrung habe ich schon gesagt, aber es gibt eben auch Jobcenter, die rufen vor anstehenden Terminen dann auch nochmal an und erinnern an den Termin, damit es eben nicht zu Meldeversäumnis, also ja, Meldeversäumnis, Sanktionierung aufgrund nicht wahrgenommener Termine kommt. Also auch solche Sachen geschehen. Und ich denke, ja, es ist immer wichtig, also über rechtsvereinfachende Maßnahmen mehr Menschen jobcenterseitig zu haben, die beraten können, die zur Verfügung stehen. Aber ich denke, dazu braucht es keines rechtlichen Instrumentariums in Bezug auf Beratungsverpflichtungen der Jobcenter. Das braucht es nicht. Vielen Dank. Jetzt für die CDU-CSU-Fraktion Herr Witteker. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch mal eine Frage sowohl an Herrn Dr. Wolf als auch an Herrn Dr. Mempel. Die Opposition hat in ihrem Antrag reingeschrieben, dass sie gerne eine aufschiebende Wirkung haben möchte für die Sanktionen, sofern der Betroffene dagegen klagt oder Widerspruch erhebt. Da würde ich gerne aus Ihrer Sicht wissen, wie glauben Sie, wie sich das auswirken wird auf die Wirksamkeit des Sanktionsmechanismus und was diese neue Möglichkeit für Konsequenzen haben könnte? Herr Dr. Wolf. Gut. Forschungsergebnisse habe ich dazu natürlich nicht vorliegen, sodass Sie jetzt hier eine Einschätzung bekommen werden. Letztlich würde ich davon ausgehen, dass natürlich die Anreize, sich verstärkt um Erwerbsarbeit zu bemühen oder Pflichten nachzukommen, dadurch eventuell schwächer werden würden. Natürlich kann die Situation zustande kommen, dass dann die aufschiebende Wirkung auch bedeutet, dass die Person schon aus dem Leistungsbezug ausscheidet. Ich gehe immer noch davon aus, dass wenn eine Sanktionierung vorliegt und wenn Klage oder Aufschiebung oder sowas der Fall ist, dass immer noch natürlich die Möglichkeit besteht, dass die Sanktion auch wirklich zustande kommt. Insofern wird auch hier noch ein Droheffekt immer noch da sein. Also es wird nicht der Sanktionseffekt deswegen vollkommen verschwinden. Herr Dr. Mempel. Wir sind der Auffassung, dass wenn man so etwas in Erwägung zöge, die unmittelbare Konsequenz einer Sanktionierung doch geschmälert werden würde. Zudem befürchten wir, dass Widersprüche und Klagen dann zunehmen würden, also in einem Bereich, wo wir ohnehin schon, also nicht jetzt bezogen auf Sanktionen, sondern SGB II in Gänze, wo wir ohnehin schon eine sehr hohe Zahl von Widersprüchen und Klagen haben. Rechtlich und verfassungsrechtlich wichtig ist aber noch der Punkt, dass wir jetzt schon keine Rechtsschutzlücke haben. Also wir haben jetzt die Möglichkeit im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, dass der Einzelne im einstweiligen Rechtsschutzverfahren die Anordnung der aufschiebenden Wirkung sich sozusagen erklagen kann. Insofern sehe ich hier an der Stelle auch nicht die Notwendigkeit, rein rechtlich, verfassungsrechtlich, und sehe eben eher Risiken im Hinblick auf die unmittelbare Wirksamkeit von Sanktionen. Vielen Dank. Zu einer weiteren Frage für die CDU-CSU-Fraktion, Herr Witteker. Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne noch mal Herrn Pavanov fragen wollen, weil das vorhin auch schon mal angedeutet worden ist, hier eine eventuelle Angleichung der Sanktionsregimes von unter 25-Jährigen und über 25-Jährigen. Da würde mich noch mal interessieren, ob Sie es trotzdem für gerechtfertigt halten, bei der aktuellen Regelung zu bleiben und wenn ja, warum? Wir halten die derzeitige Regelung. Herr Pavanov, Sie haben das Wort. Verzeihung. Wir halten die derzeitige Regelung in der Tat für richtig und angemessen. Nicht, weil wir Jüngeren sozusagen Böses wollen, sondern weil wir einfach der Überzeugung sind, dass ein rechtzeitiger, vielleicht auch sozusagen spürbarer Impuls vielleicht einen nachhaltigeren Effekt erzielt, was sozusagen die Einsicht in Notwendigkeit betrifft, Pflichtverletzungen nicht zu begehen und damit auch Sanktionen zu vermeiden. Das hat ja der Betreffende schließlich im Wesentlichen selber in der Hand. Und das ist, glaube ich, eine Situation gerade zu Beginn einer Erwerbsbiografie. Halten wir es für besonders wichtig, dass im Fall einer solchen unschönen Entwicklung die negative Sanktion auch zur Verfügung steht, auch so, dass es wirklich spürbar ist und damit vielleicht den gewünschten oder hoffentlich den gewünschten Effekt erzielt. Danke, Herr Pavanov. Jetzt Herr Zimmer wieder für die CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön. Meine Frage geht ans IHB und den Zentralverband des Deutschen Handwerks. Ein Oppositionsantrag sieht die Einführung eines umfassenden Wunsch- und Wahlrechts für erwerbsfähige Leistungsberechtigte hinsichtlich der Eingliederungsmaßnahmen und der Gestaltung des Integrationsprozesses vor. Wie berücksichtigt das SGB II gegenwärtig die berechtigten Interessen erwerbsfähiger Leistungsberechtigter im Eingliederungsprozess? Und wie bewerten Sie ein weitgehendes Wunsch- und Wahlrecht erwerbsfähiger Leistungsberechtigter vor dem Hintergrund der gesetzlichen Verpflichtung,
alles Zumutbare zu tun, um Hilfebedürftigkeit zu beenden. Herr Dr. Wolf. Gut. Derzeit wird es durch den Beratungsprozess natürlich berücksichtigt, insofern da der Austausch zwischen den Integrationsfachkräften und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten durch Profiling, Zielentwicklung, letztlich dann auch Festlegung der Dinge, die getan werden müssen, um den Weg der Integration beschreiten zu können. Dadurch wird es letztlich berücksichtigt, aber es geht natürlich in den Beratungsprozess, und das würde ich auch sagen, ist der richtige Weg, darum sinnvoll festzulegen, was ist die richtige Integrationsstrategie. Ein vollkommen freies Wahlrecht ist an der Stelle nicht sinnvoll, wenn dann Personen sich wünschen würden, Dinge zu beschreiten, die aus Sicht der Integrationsfachkraft wenig erfolgsam sein könnten. Herr Wolf, jetzt Herr Dannenbrink zu einer 45-Sekunden-Antwort. Ja, ich werde mich bemühen. Ich kann mich dem nur anschließen und sehe auch ein Wunsch- und Wahlrecht sehr kritisch. Letztlich muss entscheidend sein, die Arbeitsmarktanforderungen, die müssen erfüllt sein. Und hier gilt es, die richtigen Impulse zu setzen. In letzter Konsequenz hätte ein Wahlrecht zur Folge, dass der gesamte Sanktionsmechanismus des SGB II ins Leere laufen würde, wenn die Angebote immer wieder ausgeschlagen werden könnten von dem Hilfebedürftigen. Also insofern ist ein Wunsch- und Wahlrecht unvereinbar mit der jetzigen Konstruktion des SGB II und wird deshalb von uns abgelehnt. Punktlandung. Bin beeindruckt. So, jetzt kommen wir zur Befragungsrunde der SPD-Fraktion. Da hat als erstes Frau Schmidt das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das ist jetzt ein bisschen so, wir sind schon fast alle Fragen gestellt, nur noch nicht an alle. Und deswegen möchte ich meine Fragen an den Deutschen Verein stellen und ihn auch mit der grundsätzlichen Frage beschäftigen, ob wir Regelungen brauchen, die bei Obliegenheitsverletzungen wie Versäumnis eines Termins und Ähnlichem greifen. Und ich möchte den Deutschen Verein auch bitten, noch mal aus seiner Sicht die Studien zu bewerten, die sich mit der Frage der Sanktionen und der Wirkungsweise von Sanktionen beschäftigen. Herr Löhr, Frau Schwarz, wer macht's? Herr Löhr, macht's schon gut. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Schmidt, schönen Dank. Ich glaube schon, auch der deutsche Verein spricht sich auch nicht für eine totale Abschaffung von Sanktionen aus, weil wir schon glauben, dass eine Anreizwirkung auch bei Sanktionen vorhanden sein kann. Einmal durch Androhung und in der einen oder anderen Stelle, wie auch schon gesagt wurde, im Vollzug. Allerdings muss man sich auch fragen, wofür Sanktionen eigentlich stehen. Sie sollen ja eine Veränderung des Verhaltens bewirken. Wenn Sanktionen immer noch wirken, wenn das Verhalten bereits geändert worden ist, dann machen diese keinen Sinn mehr und sind kontraproduktiv. Wir plädieren sehr dafür, dass mehr Flexibilität in dieses Sanktionsregime hineinkommt, dass man also als zuständiger Bearbeiter im Jobcenter darauf reagieren kann, wenn Verhaltensänderungen eingetreten sind und dann auch nicht diese zwangsweisen Rechtsfolgen und auch die Dauer der Sanktionen da noch eine Rolle spielen, sondern dass man sich auf die neue Sachlage einstellt. Des Weiteren muss an dieser Stelle schon noch gesagt werden, dass die verschiedenen Untersuchungen zwar alle durchaus im Raum stehen, das ist wie mit so Statistik, nicht? Die Frage ist, ist die Auswertungsgrundlage eigentlich hinreichend und wie offen und ehrlich haben die Menschen, die gefragt wurden, hier sich positioniert, gerade die Personen, die in einer bestimmten Drucksituation sind. Deshalb kann man daraus natürlich etwas ablesen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass diese Haltung, die darin zum Eindruck kommt, ist schon gut, wenn ich einen Tritt in den Hintern bekommen habe, dann habe ich mich auch bewegt. Die kann man durchaus nachvollziehen, aber es gibt eben eine große Personengruppe von Menschen, die auf bestimmt verschiedenster Vermittlungshemmnisse und Probleme, die in ihrer Person liegen, diese Haltung nicht generieren können. Und von daher ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man viel mehr auf den Einzelfall abstellt und hier versucht, individuelle Lösungen zu finden, die maßgeschneidert sind auf den jeweiligen, der hier die Unterstützung braucht. Vielen Dank, Herr Löhr. Jetzt für die SPD-Fraktion Frau Kolbe. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch nochmal an den Deutschen Verein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden, Herr Löhr, dann meine Frage an Sie. Nochmal zu dem Thema wissenschaftliche Grundlage. Eine Idee mal nach vorne gedacht, wäre es nicht sinnvoll, modellhaft zu testen, was sanftere Sanktionen und vielleicht auch ein Wegfall von Sanktionen bewirken, beziehungsweise was auch positive Anreize bewirken, um tatsächlich mal eine valide wissenschaftliche Basis hinzubekommen. Also jetzt nicht flächendeckend, aber dass man das einfach mal ausprobiert, weil mir scheint tatsächlich die Studienlage relativ dünn zu sein und auf vielen Vermutungen zu basieren. Herr Löhr. Naja,
Also es wäre zumindest eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Wissenschaft. Und es ist sicherlich sinnvoll, hier auch etwas mehr zu tun. Jetzt aber, wenn es so verstanden würde, dass man statt Änderung im System, was vorhanden ist, jetzt erstmal auf Untersuchungsmechanismen und Modellregionen geht, dann fände ich das nicht unbedingt spannend, weil wir müssen hier in dieser Diskussion, die jetzt seit mehreren Jahren geführt wird, auch ein Schrittchen weiterkommen. Von daher würde ich, wenn ich das empfehlen dürfte, sagen, lasst uns jetzt zu einer etwas gelockerten, vernünftigeren, angepassteren Sanktionsmechanismusbasis kommen und nebenbei versuchen, noch eine gesichertere Datengrundlage zu bekommen. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen, würde ich für den richtigen Weg halten. Vielen Dank, Herr Löhr. Für die SPD-Fraktion, Herr Rosemann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den DGB, an Herrn Künkler und an die Frau Dr. Fix von der Caritas. Der Herr Wolf hat ja in der Fragerunde der Union so ein bisschen was gesagt über Erfahrungen aus der Berliner Joboffensive mit besserem Betreuungsschlüssel und besserer Betreuungsqualität. Ich würde gerne von Ihnen wissen, können Sie sich vorstellen, dass Verbesserungen im Beratungs- und Betreuungsprozess dazu beitragen können, dass die Betroffenen auch ihre Pflichten besser kennen, verstehen und akzeptieren und es in der Folge seltener zu Sanktionen kommt? Inwiefern kann eine gleichberechtigte und auf soziale Teilhabe statt auf Kennzahlen ausgerichtete Beratung durch die Beschäftigten der Jobcenter die Anzahl der Sanktionen somit reduzieren? Vielen Dank, Herr Rosemann. Herr Künkler. Ja, aus Sicht des DGB ist der Integrationsprozess in Arbeitsmärkten sehr anspruchsvolle soziale Dienstleistung. Und wie jede soziale Dienstleistung hängt das Gelingen davon ab, ob Kooperationsbeziehungen aufgebaut werden und ob ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Aus Sicht des DGB verhindern Sanktionen, dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird zwischen Jobcentern, Arbeitssuchenden und erschwert auch Kooperationsbeziehungen. Also wir denken rein aus fachlicher Sicht, damit Arbeitsmarktintegration gelingt, wäre es gut, auf Kooperation zu setzen, Integrationsschritte im Einvernehmen und auf Augenhöhe auszuhandeln und als kollateralen Nutzen würde dann aus einer veränderten Arbeitsweise würden sich auch Konflikte entschärfen und ganz viele Sanktionsanlässe entfallen. Wenn wir es so machen würden, dass wir die Eingliederungsvereinbarung im Einvernehmen auf Augenhöhe aushandeln, dann würde der Sanktionsanlass die Weigerungen, Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung zu erfüllen, ja nahezu vollständig wegfallen. Und wir haben im letzten Jahr allein in dem Bereich 83.000 Sanktionen gehabt. Also ein eindeutiges Ja, wenn wir hier zu einer anderen Qualität des Arbeitsklimas und der Arbeitsweise kommen, würde das Integration befördern und die Sanktionen entschärfen. Vielen Dank, Herr Künkler. Frau Dr. Fix. Ich kann mich dem, was Herr Künkler gesagt hat, anschließen. Ich glaube auch, dass sich, wenn wir zu einer anderen Beratungspraxis kämen, das Sanktionsproblem in großen Teilen auflösen würde. Die Problematik ist ja heute die, dass, also wir erfahren das auch sehr häufig durch die Rückmeldungen in unseren Beratungspraxis, dass die Personen oft gar nicht den Kontakt zum Jobcenter bekommen, dass die Jobcenter nicht telefonisch erreichbar sind, dass das System derartig komplex ist und man das nicht versteht, aber niemand auf der anderen Seite ist, der mit einem entsprechend spricht und einen berät, dass die Eingliederungsvereinbarungen sehr häufig auch mit standardisierten Mustern gemacht werden. Das heißt, es wird gar nicht die konkrete Situation der Person angeschaut. Was ist für ein Förderbedarf da? Wo ist ein Problem? In welche Richtung müsste man einen Lösungsansatz entwickeln, dass auch die Stärken, die die Person haben, entsprechend gefördert werden? Also ich glaube, wenn wir in der Eingliederungsvereinbarung dazu kämen, dass man gemeinsam sich hinsetzt, gemeinsam die Problemsituation anschaut und berät, was ist zu tun und auch den Personen die Möglichkeit gibt, zu sagen, was für sie wichtig ist, auch was sie vielleicht sich vorstellen können, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wo die Maßnahmen zu ergreifen sind, würden wir zu deutlich besseren Ergebnissen kommen an der Stelle. Und deswegen bin ich ganz klar der Meinung, da müsste mehr getan werden. Aber das setzt auch voraus, Herr Dr. Wolf hat es auch vorhin gesagt, dass natürlich in den Jobcentern genügend Kapazität da ist, der Personalschlüssel entsprechend gegeben ist, auch die finanziellen Mittel gegeben sind. Und ich glaube, da müsste man dann auch einiges tun, wenn man diesen sehr wichtigen Schritt tut, dass man den Verwaltungshaushalt entsprechend erhöht und die Stellen ausbaut, damit es auch wirklich zu einer Situation kommt, wo die Menschen auf der anderen Seite jemand hat, der Zeit für einen hat, der einen berät und der einen auf den Weg bringt aus der Arbeitslosigkeit hinaus. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Jetzt für die SPD-Fraktion noch einmal Herr Rosemann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zweite Frage geht an den Deutschen Verein.
Frau Dr. Fix hat ja eben die Eingliederungsvereinbarung angesprochen, mit der ja eigentlich der Integrationsprozess gesteuert werden soll. Häufiger sind ja auch Verstöße gegen in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Punkte der Grund für Sanktionen. Können Sie uns darstellen, wie der Prozess der Erstellung einer Eingliederungsvereinbarung nach Ihrer Kenntnis tatsächlich in der Praxis läuft? Wo sehen Sie Verbesserungsnotwendigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten, damit die Eingliederungsvereinbarung ihren Zweck besser erfüllen kann als bisher? Herr Löhr, Frau Schwarz, wer macht's? Herr Löhr, Sie haben das Wort. Ja, das läuft sehr unterschiedlich. Wie ja auch die Frage, wer wie viel, welche Sanktionen ausspricht, teilweise sehr unterschiedlich, auf unterschiedliche Zahlen in verschiedenen Regionen und Jobcentern kommt. Also die Frage stellt sich immer, und da möchte ich an Frau Fix anknüpfen, die Frage, wie viel Zeit und wie viel Empathie und wie viel Bereitschaft ist vorhanden von Seiten der Mitarbeitenden im Jobcenter, diesen Einzelfall zu bewerten. Und dann kommt auf der anderen Frage, was in welcher Verfassung und manchmal auch in welcher Tagesverfassung befindet sich der oder diejenige, die gerade in diesem Gespräch sitzt, um dann eine Eingliederungsvereinbarung zu verabschieden. Die Schematisierung von Eingliederungsvereinbarungen sind vielleicht bürokratisch gesehen eine Vereinfachung. Im Ende werden sie aber den Menschen an der einen oder anderen Stelle nicht gerecht. Und dann führt es dazu, dass auch diese Vereinbarungen am Ende nicht eingehalten werden und dann zu Sanktionen führen. Also ich glaube, man müsste in einem wirklich Fallmanagementprozess zu dem Ergebnis kommen, dass Einvernehmen auf beiden Seiten über den Inhalt der Eingliederungsvereinbarung auch wirklich erzielt wird. Die muss über die bloße Beratung hinausgehen, weil die Beratung hin auch noch vielleicht auf einen Arbeitsmarkt, der faktisch oder nicht faktisch vorhanden ist, dann sehr schnell in die Irre gehen kann. Und ich glaube, hier braucht es in der Tat mehr persönlicher Ressourcen vor Ort und teilweise auch noch etwas andere Ausbildungsstrukturen, als die Menschen haben, die jetzt an diesen Beratungsstellen an der einen oder anderen Stelle sitzen. Aber das ist natürlich ein längerer Prozess. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Frau Schmidt. Meine Frage richtet sich an den DGB und auch an den Deutschen Verein. Und ich möchte Sie fragen, vor dem Hintergrund, dass die Koalition ein neues Regelinstrument einführen möchte, wir den sozialen Arbeitsmarkt stärken und soziale Teilhabe ermöglichen möchten, dass wir einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgen wollen, dass wir also im SGB II ein neues Instrument schaffen. Wie Sie das bewerten, wenn wir ziemlich viel Kraft und Energie in die Langzeitarbeitslosen stecken, ob dieses Instrument aus Ihrer Sicht dann sanktionsbewährt sein sollte und falls Sie das so bewerten, für welche Fallkonstellationen das gelten könnte. Herr Künkler. Ja, der DGB begrüßt zunächst mal grundsätzlich, dass dieses Programm Sozialer Arbeitsmarkt angedacht ist, weil aus unserer Sicht eines der Kernprobleme bei Hartz IV besteht in einer riesigen Unwucht, dass halt kaum gefördert wird und nur gefordert wird. Da würde dieses Programm ja zumindest Perspektiven eröffnen, in dem Langzeitarbeitslose gefördert werden sollen. Zu Ihrer konkreten Frage, Ziel des Programms soll ja sein, soziale Teilhabe, Teilhabe an Gesellschaft über Erwerbsarbeit zu öffnen, zu ermöglichen. Wir würden es einen Irrsinn finden, wenn man dieses Ziel mit Sanktionen verknüpft. Also soziale Teilhabe brauche ich nicht zu sanktionieren. Und wenn das Programm gut ausgestaltet wird, die Arbeitsbedingungen stimmen, die Entlohnungsfrage stimmt, dann schätzen wir so ein, dann wird es mehr Bewerber geben als Plätze. Dann haben wir auch gar kein Problem, wenn da wirklich gute Arbeit angeboten wird. Also eindeutig, aus unserer Sicht gibt es da keine Notwendigkeit für Sanktionen in dem Bereich sozialer Arbeitsmarkt. Vielen Dank. Der Deutsche Verein. Ja, Herr Löhr. Herzlichen Dank. Es geht ja bei diesem Programm, das jetzt in Rede steht und was wir auch eifrig mitdiskutieren, darum, insbesondere Menschen, die jetzt schon längere Zeit langzeitarbeitslos gewesen sind und erhebliche Vermittlungsprobleme in den ersten Arbeitsmarkt haben, für diese eine Perspektive und eine Teilhabe aufzuzeigen. Deshalb ist der Deutsche Verein der Auffassung, dass die Teilnahme an diesen Instrumenten, die wir im Detail ja noch diskutieren, an der einen oder anderen Stelle erstmal freiwillig sein sollte, weil dann die Perspektive einer Eingliederungschance natürlich viel größer ist, als wenn man zwangsweise in einen Instrumentenkoffer gesteckt wird. Das ist der erste Punkt. Dann sollte aber
und hier wird es eine tibetanische Gebetsmühle, natürlich das Fallmanagement und die Diskussion um eine Eingliederungsvereinbarung, weitere Schritte gemeinsam stattfinden. Und dann kann am Ende eine Eingliederungsvereinbarung, die in einem vernünftigen, wirklich durch ein Fallmanagement begleiteten Prozess stattgefunden hat, am Ende dann auch mit der einen oder anderen Sanktion wieder versehen werden, wenn diese denn dann hinreichend flexibel sind, um bei Erfüllung an der einen oder anderen Stelle dann wieder auch nachzulassen, wenn der Druck groß genug gewesen ist an dieser Stelle. Das ganze starre System ist im Grunde ein Widerspruch zu einem vernünftigen Fallmanagement auf Augenhöhe und einer Begleitung eines Prozesses. Und daran beißt es sich an dieser Stelle. Und von daher werden wir das Problem, glaube ich, nicht gelöst bekommen. Die Zielgruppe, die dieses Instrument jetzt besonders haben soll, sind ja gerade Leute, die ganz verschiedene Art von multiplen Problemlagen haben, die in ihrer Person in der Regel liegen. Und da ist Sanktionen sicherlich eher ein Instrument, dann auszusteigen, statt mitzumachen. Und deshalb wäre ich da sehr vorsichtig. Danke für die SPD-Fraktion, Frau Glöckner. Ja, vielen Dank. Ich würde meine Frage gern an Frau Schwarz stellen, Frau Dr. Fix und Herrn Küngler vom DGB. Und zwar möchte ich noch mal darauf Bezug nehmen, dass Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil ja angekündigt hat, er möchte die härteren Sanktionsregeln für Personen, für Jugendliche unter 25 Jahre überprüfen. Und daran würde ich gerne zwei Fragen knüpfen. Erstens einmal, halten Sie es grundsätzlich für vertretbar, dass Jugendliche härter bestraft werden in diesem Alter, also unter 25? Und sehen Sie Alternativen zu diesen Sanktionsmechanismen, etwa indem man gezielt fördert in übergreifenden Trägern? Halten Sie das für denkbar? Vielen Dank, Frau Glückner. Frau Schwarz. Vielen Dank. Also wir sehen das auf jeden Fall so, dass die Sanktionen, die strengeren Sanktionen gegen unter 25-Jährigen nicht gerechtfertigt sind, dass das auch gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt und dass es nicht zu einer höheren Integration dieser Personengruppe führt und dass vor allem junge Menschen an Berufsausbildung herangeführt werden sollten und dazu eben eine gezielte Begleitung durch die Integrationsfachkräfte benötigen. Und deswegen sehen wir das als nicht gerechtfertigt, die strenger zu bestrafen. Danke, Frau Dr. Fix. Ich kann mich dem nur anschließen. Wir haben da auch sehr große Bedenken. Diese Einschnitte, die durch die Sanktionen gemacht werden, sind wahnsinnig massiv. Sie lösen bei den jungen Menschen Existenzängste aus. Es gibt Überforderungssituationen. Das Vertrauen zum Jobcenter bricht sehr häufig ab. Und es kann passieren, dass die Jugendlichen sich gänzlich aus der Förderung verabschieden. Das DJI hat dazu eine Studie gemacht und festgestellt, dass 21.000 Jugendliche komplett den Kontakt zum Jobcenter abgebrochen haben und aus allen Hilfen rausgefallen sind. Und ich denke, das, was wichtig ist, was diese Jugendlichen brauchen, ist ein ganzheitlicher Hilfeansatz, in dem vor allem auch die Jugendhilfe mitarbeitet an der Stelle. Und in Fällen, wo zum Beispiel Wohnungslosigkeit noch gegeben ist, muss auch da mit niedrigschwelligen Hilfeleistungen gehandelt werden. Also wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz, so wie wir ihn jetzt im 16H schon für einige Personen haben. Aber das muss genereller Fördergrundsatz werden im SGB II. Und deswegen lehnen wir härtere Sanktionen ab und sind der Meinung, dass nicht Strafen, sondern bessere Hilfen der Königsweg an der Stelle sind. Danke, Herr Künkler, für eine 30-Sekunden-Antwort. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also wir halten diese verschärften Sanktionen für komplett überzogen. Man muss daran erinnern, zweites Fehlverhalten, die Leistung wird komplett eingestellt. Wir finden das viel zu drakonisch, viel zu überzogen und sozialpolitisch auch nicht akzeptabel. Die Abbruchquote wurde schon angesprochen. Das IAB sagt, nach Sanktionen 300% mehr junge Erwachsene brechen den Kontakt ab als nicht sanktionierte. Das belegt, glaube ich, dass hier an der Stelle die Sanktionen total kontraproduktiv sind. Es sollten stattdessen viel mehr positive Anreize gesetzt werden, beispielsweise, wenn ich an einer Bildungsmaßnahme teilnehme, dann auch einen Bildungszuschlag zu bekommen. Vielen Dank, Herr Künkler. Jetzt kommen wir zur Befragungsrunde der AfD-Fraktion. Es hat das Wort zur ersten Frage, Herr Schneider. Ja, danke schön. Ich möchte meine erste Frage richten an Herrn Künkler vom DGB. Sie fordern, dass Sanktionen erst nach sorgfältiger Prüfung des Einzelfalls konzipiert werden sollen. Jetzt habe ich durchaus eine Menge Gespräche in Jobcentern geführt und habe dort den Eindruck gewonnen, oder dort wurde mir gesagt, dass Sanktionen eigentlich in aller Regel auch mit erheblichem Aufwand auch für die Jobcenter verbunden sind. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass dort leichtfertig Sanktionen verhängt werden. Wie kommen Sie, das spielt ja so ein bisschen in Ihrer Stellungnahme mit, zu der Einsicht, dass
dort im Moment leichtfertig oder nicht sorgfältig geprüft wird. Herr Künkler. Nee, wir würden nicht die Position vertreten, dass die Mitarbeiter in den Jobcentern schlechte Arbeit machen. Aber wir sprechen uns ja grundsätzlich dafür aus, die bestehenden Sanktionen grundlegend neu zu gestalten und auch im Zusammenhang mit der Zumutbarkeitsfrage neu zu gestalten. Was wir vorschlagen, ist Folgendes. Wir haben ja heute einen starren Sanktionenautomatismus. Das Gesetz gibt vor, wenn Fehlverhalten festgestellt wird, muss eine Sanktion erfolgen. Das wollen wir grundsätzlich ändern und wollen sozusagen die leistungsrechtliche Konsequenz in die Verantwortung der Jobcenter vor Ort geben, dass die eine Einzelfallprüfung machen, feststellen, gibt es überhaupt ein schuldhaftes Verhalten oder hatte der Mensch gute Gründe, dass er den Termin nicht wahrgenommen hat und auch den Einzelfall prüft dahingehend, sind Kinder im Haushalt, die betroffen sind, also eine Gesamtabwägung machen und die Entscheidungskompetenz vor Ort liegt. Zweiter und letzter Gedanke, das alles ist aber Zukunftsmusik, wenn das Hartz-IV-System grundlegend umgestaltet wäre. Im Moment, so niedrig wie die Regelsätze heute sind, sehen wir aus Verfassungsgründen überhaupt keinen Spielraum für irgendeine Sanktion, weil das Existenzminimum bis heute erst nicht gekürzt werden kann. Herr Künkler, zu einer weiteren Frage für die AfD-Fraktion, Herr Schneider. Ja, ich würde gerne auch die zweite Frage an Herrn Künkler richten. Sie führen die hohe Zahl von Sanktionen im Zusammenhang mit Nichterfüllung von Eingliederungsvereinbarungen zurück und fordern auch dort, dass die Eingliederungsvereinbarungen auf Augenhöhe vereinbart werden müssten. Findet das Ihrer Meinung nach im Moment nicht statt? Und was wäre hier zu ändern, damit wir tatsächlich zu Eingliederungsvereinbarungen auf Augenhöhe kämen? Herr Künkler. Ja, unsere Einschätzung zu den Eingliederungsvereinbarungen beruht auf Erfahrungen, die gewerkschaftliche Beratungsangebote vor Ort haben, also Beratungsstellen für Erwerbslose. Und da bekommen wir ganz oft zurückgespiegelt, dass die Eingliederungsvereinbarungen immer noch sehr oft einseitig aufstrukturiert, aufgestülpt werden und eben in keinster Weise in einem gemeinsamen Prozess ausgehandelt werden. Von daher müsste da wirklich ein Paradigmenwechsel her, auf Augenhöhe verhandeln, setzt mehr Personal in den Jobcentern voraus. Und eine rechtliche Änderung, die Position der Betroffenen stärken würde, wäre zu sagen, man schafft den Ersatzverwaltungsakt ab. Also es ist wirklich nicht, wenn die Verhandlung scheitert, das Jobcenter einseitig bestimmen kann, sondern dass wirklich der Prozess so lange läuft, bis sich beide Seiten auf ein gemeinsames Ergebnis verständigt haben. Herr Künkler, für die AfD-Fraktion, Herr Schneider. Ja, meine nächste Frage geht an Frau Hoffmann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ein Großteil der Sanktionen geht ja auf Meldepflichten oder Verletzung von Meldepflichten zurück. Und Sie stellen auch in Ihren Ausführungen ausführlich dar, was das für Pflichten sind, die dort verletzt wurden, zum Beispiel Krankmeldungen, Einschränkungen oder wenn Urlaub genommen wird. Jetzt sind das ja alles eigentlich auch Anforderungen, die für den normalen Arbeitnehmer gelten. Auch der hat diese Meldepflichten, muss sich krank melden oder muss Urlaub beantragen. Wieso fordern Sie hier oder wieso sind Sie dagegen, dass wir von einem Arbeitssuchenden an dieser Stelle wesentlich weniger fordern als von jemandem, der als Arbeitnehmer tätig ist? Frau Hoffmann, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Tatsächlich liegen Meldeversäumnisse dann vor, wenn jemand der Aufforderung des Jobcenters tatsächlich liegen. Okay, jetzt? Es war nur nicht dicht dran. Jetzt ist es gut. Vielen Dank. Tatsächlich liegen Meldeversäumnisse dann vor, wenn Leistungsberechtigter der Aufforderung des Jobcenters nicht nachkommt, einen Termin beim Jobcenter wahrzunehmen oder sich beim psychologischen oder ärztlichen Dienst nicht meldet. Das ist eine relativ leichte Obliegenheitsverletzung, die allerdings aus unserer Sicht viel zu scharf sanktioniert wird, denn es sind 10% Leistungskürzung des Regelbedarfs, die immerhin für 3 Monate gelten und wo auch zu berücksichtigen ist, dass die Leistungskürzungen sich aufaddieren können, wenn mehrere Meldeversäumnisse zusammenkommen oder wenn mehrere Sanktionstatbestände gleichzeitig zusammentreffen. Aus Sicht der Leistungsberechtigten ist zu bedenken, dass diese Sanktionierung auch deswegen oft schwierig ist und auch dieses Regelwerk nicht gut akzeptiert werden kann, weil die Leistungsberechtigten angesichts der derzeitigen geringen personellen Ausstattung der Jobcenter erleben müssen, dass die Jobcenter wiederum für sie nicht gut erreichbar sind und dass auch viel zu oft das Behördenhandeln nicht gut nachvollziehbar und auch nicht begründet ist. Und insofern ist es für uns schon ein unverhältnismäßiges, unglückliches Regelwerk.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es selbstverständlich im berechtigten Interesse der Jobcenter liegt, für geordnete Verwaltungsabläufe zu sorgen. Auch dadurch, dass die Leistungsberechtigten sich beim Jobcenter zurückmelden. Aber hier gibt es eben viel bessere Vorgehensweisen, viel zielführendere Vorgehensweisen als diese Sanktionen. Manche Jobcenter haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass sie beispielsweise beidseitige Terminvereinbarungen vorgenommen haben, dass man auch mal ein Einladungsschreiben versendet, ohne dass gleich eine bedrohliche Rechtsfolgenbelehrung angehängt wird oder dass man Rücksicht nimmt auf Menschen etwa mit Lese- und Rechtschreibschwächen und in diesem Fall eine telefonische Vereinbarung vornimmt. Vielen Dank, Frau Hoffmann. Für die AfD-Fraktion, Herr Schneider. Danke. Schön. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Fix vom Caritas, von der Caritas. Sanktionen gehen ja nun vor allen Dingen auf die Verletzung von Meldepflichten zurück. Der Kontaktverlust ist also die Ursache und die Sanktion die Wirkung. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, der Kontakt zu den Jobcentern geht häufig als Folge der Sanktionen verloren. Für mich hört sich das so ein bisschen nach der Umkehrung des Ursache-Wirkungszusammenhangs an. Könnten Sie das vielleicht noch mal erläutern? Frau Dr. Fix. Ja, die Situation ist so, dass, wie Frau Hoffmann das schon geschildert hat, Meldeversäumnisse unterschiedliche Ursachen haben kann. Es kann sein, wirklich, dass jemand mal einen Termin einfach übersieht oder Probleme hat, zum Termin zu kommen und dann im Jobcenter die entsprechende Person nicht erreicht. Es können aber auch Situationen auftreten, dass es Menschen sind, die auch psychische Probleme haben. Wir kennen das zum Beispiel bei uns aus der Schuldnerberatung sehr gut heraus, dass Leute allein, wenn von einem Amt ein Brief kommt, den gar nicht öffnen, das Ganze liegen bleibt und die Situation dann in so eine Eskalationssituation hineinrät, dass ein Brief nach dem anderen kommt und die, bei den Personen sich die Sanktionen an der Stelle häufen. Wir sind der Meinung, dass es auch mildere Möglichkeiten geben könnte, eine Kooperation herzustellen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit im SGB I die fehlende Mitwirkung zur Anwendung zu bringen, Paragraph 66 SGB I, die bewirken würde, dass wenn eine Person einer Meldepflicht dann nachkommt, sozusagen die Sanktion wieder aufgehoben wird und man in einem vernünftigen, vertrauensvollen Verhältnis weiterarbeiten kann. Die große Problematik besteht meines Erachtens darin, dass diese Sanktionen so starr sind und dann auch so lange Wirkung haben, sodass sie eigentlich, wenn jemand einsichtig ist und wieder mitarbeitet oder eben auch ein Versäumnis, das er gemacht hat, korrigiert, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Sanktionen zurückzunehmen. Und an der Stelle müsste unbedingt nachgehakt werden und wir sehen da größeren Änderungsbedarf. Herr Schneider, für eine kurze letzte Frage der AfD-Fraktion. Die möchte ich vielleicht an Herrn Dr. Höher richten. Herrn Dr. Löhr richten. Sie hatten eben gesagt, dass die Sanktionen oder die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, flexibilisiert werden sollen. Wir haben jetzt ja schon die Situation, dass ganz viele Sanktionen vor den Sozialgerichten landen. Wenn wir das Ganze jetzt noch weiter flexibilisieren, sehen Sie dann nicht auch die Rechtssicherheit gefährdet und noch viel mehr Prozesse vor Sozialgerichten? Herr Löhr. Ja, erstmal nur fürs Protokoll, kein Doktor. Nicht, nee, das, habe ich Sie promoviert? Das ja, ja, das ist ja heutzutage recht gefährlich. Natürlich ist es so, wenn die Starrheit der Sanktionen fällt, ist es natürlich flexibler und dann ist es besser zu, muss es besser und intensiver begründet werden, damit es rechtlich nicht angreifbar ist. Es geht hier aber, ich will noch mal betonen, was ich eingangs gesagt habe, es geht darum, warum machen wir Sanktionen? Die Sanktionen sind in dem Sinne nicht ausgelegt als Bestrafung, sondern sie sollen Mitwirkung generieren und damit Teilhabe. Und von daher muss man dann auch in Kauf nehmen, dass auch flexiblere Sanktionen möglicherweise angegriffen werden können. Ich glaube aber, dass flexiblere Sanktionen zu einem größeren Verständnis führen werden für dieses Instrument. Und damit wird sich aus meiner Sicht am Ende dieses Tages, wenn wir diese Flexibilisierung machen, das Problem gar nicht stellen. Vielen Dank, Herr Löhr, für die kurze Antwort. Jetzt kommen wir zur Befragungsrunde der FDP. Da hat als erstes Herr Kober die erste Frage. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, Experten, die uns mit ihren Stellungnahmen ja auch schon im Vorfeld Einblick in ihre Position und ihre Einschätzung gewährt haben. Herzlichen Dank dafür zunächst einmal. Meine Frage richtet sich an Frau Rampf von der BDA und an Herrn Dr. Wolf vom IAB. In der Stellungnahme des DGB findet sich ja die Annahme, dass Sanktionen dazu führen würden, Zitat, dass auch prekäre, niedrig entlohnte oder eine Arbeit unterhalb der erworbenen Qualifikation angenommen wird auf Grundlage der Sanktionen. Meine Frage an Sie wäre,
Wirkt sich Ihrer Einschätzung nach die Aufnahme einer beispielsweise befristeten oder geringfügig entlohnten oder einer Tätigkeit im geringen Umfang nicht eventuell positiv auf die zukünftigen Eingliederungs- und Beschäftigungschancen von Leistungsbeziehern aus? Frau Ramm. Zunächst zu der Aussage des DGB. Es wird ja nur sanktioniert, wer sich weigert, eine zumutbare Tätigkeit anzunehmen. Zu Ihrer Frage konkret, es zeigt sich, vielleicht auch noch ein Blick in die Statistik, dass alle Beschäftigungsaufnahmen, also 88% aller Beschäftigungsaufnahmen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einmünden. Und dass diese Beschäftigungen durchaus auch nachhaltig sind. Das heißt, unmittelbar danach und 6 Monate später sind immer noch 66% in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Das ist etwas, was ich definitiv nicht als prekäre Beschäftigung bezeichnen würde. Ich gehe mal davon aus, dass die Äußerungen des DGB darauf abzielen, jede Form von flexibler Beschäftigung als prekär zu bezeichnen. Das ist es nicht, wie wir es sehen. Gerade Zeitarbeit, was ja auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist, befristete Beschäftigung führt durchaus zur Integration in Beschäftigung und ist auch eine Brücke. Bei der Zeitarbeit kann man das eigentlich fast schon am besten sehen, dass 67% aller neu abgeschlossenen Zeitarbeitsverhältnisse bei Personen abgeschlossen werden, die vorher keine Beschäftigung hatten oder noch nie gearbeitet haben, und sogar 25% bei Langzeitarbeitslosen. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es sich um prekäre Beschäftigung handelt. Vielen Dank, Frau Ramm. Herr Wolf. Es gibt verschiedene Studien, die sich damit beschäftigt haben, inwieweit befristete Arbeitsverträge, Minijobs oder auch Leitarbeit, Zeitarbeit dazu geführt haben, dass hinterher die Beschäftigungschancen besser ausgeprägt waren. Und bei den befristeten Arbeitsverhältnissen ist die Tendenz eben schon, dass dann, wenn aus Arbeitslosigkeit ein befristetes Arbeitsverhältnis aufgenommen wird, hinterher die Chancen, eine unbefristete versicherungspflichtige Beschäftigung zu haben, dadurch auch gesteigert werden, sogar noch 5 Jahre später in einer Studie, um ungefähr 10 Prozentpunkte erhöhte Beschäftigtenquote, unbefristet. Das also zu den Befristeten. Bei Minijobs ist es ein bisschen gemischter, findet eine Studie, die das für Personen im Leistungsbezug des SGB II untersucht haben, hat, dass der Übergang in Minijob, wenn das zu Beginn des Leistungsbezugs anfängt, in den ersten 70 Tagen nicht unbedingt Auswirkungen haben muss, aber wenn es später anfängt, durchaus die Beschäftigtenquote auch, und das jetzt in versicherungspflichtiger Beschäftigung, höher ausfällt aufgrund der Aufnahme, wieder im Vergleich zu statistischen Zwillingen. Und ähnlich kommt man auch zum Ergebnis, dass bei der Leiharbeit letztlich die Beschäftigungschancen steigen könnten. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Für die FDP-Fraktion Herr Kober. Ja, meine Frage richtet sich erneut an Frau Ramp und an Herrn Dr. Wolf. Die Sanktionsquote ist ja seit Jahren rückläufig. Sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung, der Rückläufigkeit der Sanktionsquote und der allgemeinen guten Arbeitsmarktlage? Wenn dem so ist, oder auch unabhängig davon, ob dem so ist, wie sehen Sie die Perspektiven der jetzt noch im SGB II verbliebenen Personen auf Integration in den ersten allgemeinen Arbeitsmarkt? Und wie schätzen Sie die künftigen Entwicklung der Jobangebote für die mit den geringsten Qualifikationen ein? Frau Ramm. Ich fange vielleicht von hinten an. Auch zu unserer Überraschung hat sich gerade für diejenigen mit geringer Ausbildung beziehungsweise ohne Ausbildungsabschluss in den letzten Jahren haben sich die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt deutlich verbessert. Gerade im Helfersegment sind in den letzten Monaten und Quartalen die Beschäftigungschancen erheblich gestiegen und auch die Beschäftigung selbst. Noch mal ganz kurz die Frage zu Beginn. Ob Sie einen Zusammenhang sehen zu der Sanktionsquote, Entschuldigung. Ja, genau. Ich würde sagen, Sanktionsquote, die rückläufige Sanktionsquote ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Sicherlich auch das seit Jahren konsequente Durchhalten der und auch Durchführen der Sanktionen. Also es hat sich inzwischen eingespielt. Ich glaube auch, dass die Beratung in den Jobcentern inzwischen deutlich besser und intensiver geworden ist.
Ein drittes ist sicherlich auch die gute Arbeitsmarktlage. Wie ich es gerade eben auch sagte, gerade für Personen mit im Arbeitslosengeld II-Bezug gibt es durchaus Beschäftigungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aus unserer Sicht sollte auch die Integration und der Integrationsprozess immer darauf gerichtet sein, dort anzufangen und dort mit Beginn der Beschäftigung dann Aufstiegschancen zu schaffen. Herr Dr. Wolf. Ja, zur rückläufigen Sanktionsquote, die ja von 2012 auf jetzt von 3,4 Prozentpunkten auf 3,1 Prozent zurückgegangen ist. Das könnte auf die gute Arbeitsmarktlage zurückgehen, es könnte auch nicht darauf zurückgehen. Wir können es, glaube ich, nicht wirklich genau beziffern an der Stelle. Die gute Arbeitsmarktlage sorgt auf der einen Seite dafür, dass mehr Arbeitsvermittlung möglich ist, mehr Stellenangebote unterbreitet werden können. Dann könnten natürlich auch mehr Sanktionen entstehen, weil mehr abgelehnt wird. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch wichtig dafür sein, dass passendere Stellenangebote angeboten werden können, die dann eher nicht abgelehnt werden. Und dann würde die Sanktionsquote in die andere Richtung sich bewegen. Von daher kann man da keine klare Antwort geben. Wir haben im Moment eine gute Arbeitsmarktlage. Deswegen sehen wir natürlich den Rückgang der Arbeitslosigkeit im SGB II auch sehr stark. Und es gelingt dabei auch einiges bei den geringer Qualifizierten. Dennoch bin ich ein bisschen pessimistisch, dass das eben die ganze Zeit so weitergeht. Und wir sehen ja auch jetzt schon bei den Arbeitslosen im SGB II, dass der Anteil der Geringqualifizierten ansteigt in den letzten Jahren. Da wird also sicherlich immer noch eine Schwierigkeit sein, etwas zu tun. Und deswegen wird es hier an verschiedenen Stellen, gerade bei denjenigen, die besonders abgehängt sind, Notwendigkeiten geben, Instrumente wie den sozialen Arbeitsmarkt zu nutzen. Herr Kober für die FDP-Fraktion. Ja, dann noch mal eine kurze Rückfrage an Herrn Dr. Wolf, beziehungsweise eine neue Frage. Es ist ja auch in dem Antrag der Grünen und in allgemeinen politischen Diskussionen die Rede jetzt von Beschäftigungszuschüssen, die helfen sollen, jetzt weitere Fortschritte in der, im Bereich der Integration von Menschen aus dem SGB II zu leisten. Die Kritik ist immer, dass es zu Einsperreffekten führt. Welche Faktoren führen zu solchen Einsperreffekten oder vielleicht noch interessanter, welche Dinge müsste man beachten, damit es zu solchen Einsperreffekten bei Lohnzuschüssen nicht kommt? Ja. Herr Dr. Wolf. Wenn wir unserem Thema widmen wie sozialer Arbeitsmarkt, geht es letztlich um die Integration von Personen, die sehr stark vom Arbeitsmarkt abgehängt sind und eigentlich kaum noch Chancen haben sollten, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Dennoch, Sie haben das Thema angesprochen, Einsperreffekte können auftreten, selbst wenn man für diese Personen Lohnkostenzuschüsse letztlich macht, wenn das Ganze sehr, sehr attraktiv ausgestaltet wird und es nicht gelingt, darauf zu achten, dass die Personen, die eigentlich gefördert werden sollen, allein diese Förderung bekommen, sondern eben auch Personen, die noch einigermaßen gute Chancen haben, in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden bzw. selbstständig Arbeit zu finden. Und die Erfahrung hat man natürlich in der Vergangenheit auch schon gemacht beim Beschäftigungszuschuss. Man hat sie auch wieder gemacht beim Kommunalkombi. Man hat sie gemacht bei der Bürgerarbeit, bei der Beschäftigungsphase. Und das sind natürlich mitunter Situationen, wenn gerade ganz normale Tariflöhne auch gezahlt werden, dass der Zuschuss sehr attraktiv ist. Insbesondere, wenn er noch über eine lange Zeit läuft, 3, 4, 5 Jahre, wäre es natürlich ein attraktiver Zuschuss, der auch für diejenigen, die arbeitsmarktnah sind, einen Anreiz bietet, da wollen wir eigentlich rein. Wir kriegen eine stabile Beschäftigung. Vielen Dank, Herr Wolf. Wir kommen damit zur Befragungsrunde der Partei Die Linke, der Fraktion Die Linke. Als erstes hat Frau Kipping das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt hier schon Begriffe gehört wie disziplinieren, Pflichtverletzung, Erfolg. Nun reden wir ja beim Regelsatz über das soziokulturelle Existenzminimum, was laut Bundesverfassungsgericht gesichert sein muss. Wir reden ja also über ein Grundrecht. Und vor dem Hintergrund frage ich Frau Hofmann, welche Folgen haben Sanktionen für die Betroffenen, auch mit Blick auf die Existenzsicherung? Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass 38,5 Prozent aller Klagen gegen Hartz-IV-Sanktionen Recht bekommen, wir also hier eine sehr hohe Fehlerquote offensichtlich haben. Frau Hofmann, Sie haben das Wort. Ja, Sie sprechen an, dass mit dem menschenwürdigen Existenzminimum eine wesentliche Zielsetzung des SGB II verankert ist und damit auch ein Grundrecht zu realisieren ist, nämlich für jeden einzelnen Menschen das soziokulturelle Existenzminimum zu gewährleisten. Wie auch das Sozialgericht Gotha in seinem Vorlagenbeschluss an das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht hat, ist ein gravierendes Problem der Sanktionen, dass das menschenwürdige Existenzminimum in unzulässiger Weise unterschritten wird, weil die notwendigen Bedarfe eben nicht mehr gedeckt werden können.
Das wiegt umso schwerer, als auch nach unserer Ansicht auch schon die heutigen Regelbedarfe nicht so bemessen sind, dass das Existenzminimum wirklich verlässlich gewährleistet ist. Wenn man sich dann anschaut in der Praxis, was es vor diesem Hintergrund bedeutet, wenn Sanktionen erteilt werden, dann führt es eben in vielen Fällen dazu, dass die Betroffenen in schwerwiegende materielle Bedrängnis oder soziale Not gedrängt werden. Gut dokumentiert sind beispielsweise Einschränkungen in der Ernährung, die Notwendigkeit, Arztbesuche zu streichen, Überschuldungsproblematiken, Stress und psychische Belastung bei den Leistungsberechtigten oder sogar existenzielle Folgen wie der drohende oder sogar realisierte Verlust der Wohnung oder sogar der Verlust des Krankenversicherungsschutzes. Teilweise wird ja argumentiert, dass es schon gesetzliche Regelungen zur Abfederung dieser Härten geben würde, indem zum Beispiel die Möglichkeit bestünde, Direktzahlung an die Vermieter zu leisten oder Sachleistungen zu erbringen. Bei dieser Argumentation wird allerdings übersehen, dass faktisch die Verwaltungshürden relativ hoch sind, bis diese Schutzmechanismen überhaupt greifen. Zum Beispiel gilt ein Antragserfordernis oder diese Regeln greifen erst bei einer bestimmten Sanktionshöhe, sodass häufig die Leistungsberechtigten im Endeffekt schutzlos sind. Das gilt insbesondere dann, wenn infolge der Sanktionen das Vertrauen zum Jobcenter verloren gegangen ist oder wenn es zu einem Kontaktabbruch gekommen ist. Aus all diesen Gründen ist unser Anliegen, die Sanktionen im SGB II ersatzlos abzuschaffen. Vielen Dank, Frau Hofmann. Als nächstes Herr Birkwald für Die Linke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage geht an Frau Hofmann. Frau Hofmann, das SGB II hat ja das selbst formulierte Ziel, die Integration in Erwerbsarbeit zu fördern. Und damit werden auch die Sanktionen begründet. Wie geeignet sind die Sanktionen aus Ihrer Sicht denn dazu? Frau Hofmann. Ich möchte eingangs darauf hinweisen, dass die vorliegenden wissenschaftlichen Studien zu der Frage, ob Sanktionen wirklich den Weg in die Erwerbsarbeit ebnen, gar nicht so einhellig sind, sondern es gibt auch wissenschaftliche Studien, die deutlich machen, dass es keine Effekte oder sogar negative Effekte gibt. Und auch unsere Praxiserfahrungen und Einschätzungen sind eher kritisch, dahingehend, dass wir eben eher erfahren, dass Leistungsberechtigte durch die Sanktionen in Stress versetzt werden oder so stark in materielle Bedrängnis geraten, dass die Suche nach Arbeit erstmal in den Hintergrund gerät, weil eben andere Themen im Vordergrund stehen. Ich möchte ausdrücklich auch nochmal die Erfahrung des DGB bekräftigen, weil auch wir die Erfahrung machen und immer wieder davon hören, dass infolge von Sanktionen das Kooperationsverhältnis und Vertrauensverhältnis zwischen den Leistungsberechtigten und den Integrationsfachkräften beschädigt wird. Noch fraglicher werden die Sanktionen, wenn man sich danach fragt, inwiefern dann eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt dadurch befördert wird. Gerade bei den Jugendlichen gibt es ja einige Hinweise darauf, dass Jugendliche, die sehr scharf sanktioniert werden, tatsächlich dann manchmal bereit sind, eher eine kurzfristige, prekäre, schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen. Das zeigen etwa die Studien des IAB. Aber sie zeigen eben auch, dass ein Teil der Jugendlichen sich vom Arbeitsmarkt ganz zurückzieht und den Kontakt zum Jobcenter verliert. Und beides, Drehtürvermittlungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Rückzug vom Arbeitsmarkt sind doch beides sehr negative Effekte der Sanktionen. Ich wundere mich sehr darüber, dass vom IAB jetzt kein Hinweis auf Studien gekommen sind des eigenen Hauses, die darauf hinweisen, dass wir schon heute im SGB II viel zu viele kurzfristige Vermittlungen haben, die nicht zu nachhaltiger Beschäftigung führen und dass hier nachhaltigere Integrationsarbeit gefordert wird. Vor diesem Hintergrund sagen wir, die Sanktionen im SGB II sind weder zielführend noch verhältnismäßig, um das Ziel der Arbeitsmarktintegration zu befördern. Vielen Dank, Frau Krellmann für Die Linke. Ja, meine Frage geht auch an Frau Hofmann. Und das passt jetzt gut, weil Sie haben ja so eine kleine Zusammenfassung gegeben. Und ich würde jetzt gerne noch mal obendrauf fragen, wie schätzen Sie die Verfassungsmäßigkeit der Sanktionsregelungen ein? Hofmann. Nach unserer Auffassung sind die Sanktionsregelungen mit den Zielen der Verfassung nicht in Einklang zu bringen, weil das soziokulturelle Existenzminimum, das schon verfassungsrechtlich abgesichert wird, nicht gehalten werden kann, sondern regelrecht unterschritten wird. Wir halten die Sanktionen des Weiteren nicht für verhältnismäßig, wenn man sich
Beispielsweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den lebenslangen Freiheitsstrafen aus dem Jahr 1977 anschaut, dann wurde dort deutlich gemacht, dass selbst im Falle von schwersten Straftaten im Strafvollzug das menschenwürdige Existenzminimum gesichert sein muss. Wenn man sich in diesem Vergleich anschaut, wie jemand heute sanktioniert wird, der eine Maßnahme der Arbeitsförderung abbricht, das sind 30% für 3 Monate, ist das aus unserer Sicht unverhältnismäßig scharf. Und das bei einer Eingliederungspraxis der Jobcenter, die leider in vielen Fällen, wie uns der Bundesrechnungshof auch gezeigt hat, noch stark verbesserungsbedürftig ist. Letzter Punkt dazu, wir halten auch den Gleichheitsgrundsatz nicht unbedingt für gewahrt. Das wurde eben schon in der Stellungnahme des Deutschen Vereins deutlich. Bei den Sanktionen für unter 25-Jährige kommt es hier zu Ungleichbehandlungen, die so sachlich in dieser Form nicht gerechtfertigt sind. Gelegenheit für eine kurze Nachfrage. Frau Kipping. Ja, Frau Hofmann, oder an alle, die darauf was sagen können, weil es ist jetzt öffentlich geworden, dass 34.000 komplett die Leistungen gestrichen wurden vor dem Hintergrund, was Sie ausgeführt haben. Hat irgendjemand gesicherte Erkenntnisse, dass bei diesen Leuten Existenznöte ausgeschlossen werden können? An wen richtet sich die Frage? An denjenigen, der diese ersicherten Erkenntnisse womöglich hat. Über 30 Sekunden ist das schwierig. Also. Ja, wenn niemand antwortet, ist es ja auch eine Antwort. Frau Kipping, ich würde Sie bitten, das zu adressieren. Das geht doch so nicht. Ja, dann frage ich nochmal Frau Hofmann. Frau Hofmann. Totalsanktionen führen mit großer Wahrscheinlichkeit dazu, dass diese Menschen existenziell bedroht sind und in soziale Notlagen geraten. Und das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar. Das ist ein weiteres Argument dafür, warum die Sanktionen fallen müssen. Vielen Dank, Frau Hofmann. Ist ja doch noch eine Punktlandung geworden. Wir kommen jetzt zur Befragungsrunde der Grünen. Und da hat als erstes Herr Lehmann das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch erstmal eingangs bedanken für alle eingegangenen Stellungnahmen, auch in der Bandbreite, und würde gerne Frau Wenner fragen, weil Frau Wenner, Sie arbeiten ja sozusagen in der Praxis und sehr direkt mit Erwerbslosen und Arbeitssuchenden zusammen. Deswegen würde ich Sie noch mal bitten, auch darzustellen, ob aus Ihrer Sicht sozusagen, wie Sanktionen wirken, also die Androhung, das Hängen von Sanktionen auf Ihrer Erfahrung nach auf die Betroffenen. Fördert das tatsächlich die Aufnahme einer Beschäftigung und inwieweit verändert das auch das Klima in den Jobcentern? Vielen Dank, Frau Wenner, Sie haben das Wort. Ja, ich kann aus der Beratung berichten. Wir machen seit mehr als 30 Jahren Beratung und haben ja die Einführung von Hartz IV mitbekommen. Und die war und ist immer angstbesetzt gewesen. Also unsere Wahrnehmung ist, Angst hat oberste Priorität, weil ja seit Einführung auch das Existenzminimum abgesenkt worden ist. Das heißt, der Regelsatz ist zu niedrig. Und wenn dieses Existenzminimum, man muss sich das bitte vorstellen, von Menschen, die kein kleines Schonvermögen auf dem Konto haben, wenn das dann durch Sanktionen auch noch abgesenkt werden kann, macht das die Menschen ohnmächtig, setzt sie unter Druck, unter Angst. Und wir nehmen wahr, dass die Erkrankungen, vor allem psychische Erkrankungen, steigen. Wir merken es deutlich. Und wenn zum Beispiel wir haben das ja im Jobcenter Köln gehabt, eine 100-prozentige Sanktion erfolgt ist bei einem jungen Menschen und dieser Mensch gewalttätig wird, dann sagt der Geschäftsführer des Jobcenters, wir stellen fest, diese Menschen stehen mit dem Rücken an der Wand. Das heißt, sie haben einfach keine Existenzmittel, um zu überleben. Wir stellen fest, dass Obdachlosigkeit steigt, das haben wir ja ganz deutlich. Und in der Beratung, wenn Menschen kommen, gerade Familien, wo die Mütter dann sagen, in der Regel sind es die Mütter, also wir haben kein Geld. Ich weiß gar nicht, was los ist, ich komme mit dem Geld nicht aus. Dann ist in der Regel ein junger Mensch unter 25 Jahren sanktioniert worden. Und ich möchte es mal so sagen, ich merke hier, ich habe auch gehört, ne, die Schraube der Forderung drehen, sonst machen die Leute, was sie wollen. Ich finde, dass sie sollen tun, was sie wollen, weil ich finde, dieses Fehlen im SGB II, das Thema Fähigkeiten, Begabungen, diese zu fördern, zu motivieren und dann auch in eine gute Ausbildung zu gehen, in eine gute Förderung hineinzugehen, in eine gute Weiterbildung zu gehen, das ist doch ein ganz, ganz essentielles Gut, was wir in Deutschland eigentlich auf dem Arbeitsmarkt ja auch vorhalten, was aber eben nicht allen jungen Menschen gelingt, und die benötigen dann ein größeres Maß an Förderung. Ich möchte mal aus der Praxis sagen,
Sie sagen eben, Sanktionen werden verhängt wegen Pflichtverletzungen. Aber was als Pflichtverletzung definiert wird, zum Beispiel, ich bewerbe mich nicht auf ein Arbeitsangebot, was auf mich überhaupt nicht passt. Wenn das sanktioniert wird, müssen die Menschen in Widerspruch gehen, um die Sanktion auf dem Rechtsweg beseitigen zu können. Deshalb die Klagen vor den Sozialgerichten. Wenn im Jobcenter ausreichend Geld vorhanden wäre, ich möchte darauf hinweisen, dass der Integrationstitel immer zugunsten des Verwaltungstitels gekürzt werden muss, damit die Arbeit geleistet werden kann. Wenn ausreichend gefördert würde, und zwar individuell gefördert würde, weil es geht doch um eine sinnhafte Tätigkeit, die der Mensch leisten soll, der sie, wohin ich ihn führen möchte, das kann ja nur im gemeinsamen Arbeiten sein, dann brauchen wir eine andere Kultur und aus meiner Sicht auch unbedingt ein anderes Menschenbild, weil ich sehe überhaupt nicht, noch die einfachsten, schlichtesten Menschen mit einem Restleistungsvermögen suchen nach einer sinnhaften Integration auf den Arbeitsmarkt oder eben eine gesellschaftliche Teilhabe. Vielen Dank, Frau Wenner. Herr Lehmann für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Da würde ich gerne noch mal nachfragen, weil wir sozusagen ja auch eben schon gehört haben, dass das schöne Bonmot anreizt durch Disziplinierung. Jetzt haben Sie eben dargestellt, wo sozusagen allein schon die Androhung von Sanktionen und die Verhängung auch hinführen können, nämlich zu krassen sozialen Härten, zum Abbruch des Fallmanagements. Deswegen würde ich Sie gerne noch mal fragen, positiv, was aus Ihrer Sicht denn sozusagen getan werden müsste, um diesen Eingliederungsprozess auch zu stärken? Also zum Beispiel, wenn wir wissen, dass sehr viele Mitarbeiter in Jobcentern absolut überlastet sind und Eingliederungsvereinbarungen auch einfach mal einseitig vorgelegt werden, ohne dass es wirklich zu einer Aushandlung kommt. Also was muss aus Ihrer Sicht passiert werden, um dieses, was wir ja alle wollen, nämlich ein gutes Verhältnis zwischen Arbeitssuchenden und Jobcentern tatsächlich in eine positive Richtung zu lenken? Frau Wenner. Ich finde, die Eingliederungsmaßnahmen, also die Eingliederungsvereinbarung sollte eine Vereinbarung sein. Sie ist überwiegend das, was bei uns in die Beratung kommt, ein Haustürgeschäft und erzeugt ein hohes Ärgernis, weil dort Maßnahmen und Integrationsmöglichkeiten vorgesehen sind, die mit dem Menschen nicht abgesprochen sind, weil die Dinge, also dieser EGV wird über den Tisch geschoben, mit der Post zugesendet, da hat nicht mal ein Gespräch stattgefunden. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein und ist, entspricht auch nicht der Grundlage des Gesetzes. Das Zweite ist, dass der Beratungsanspruch, der neu im Gesetz definiert ist, auch umgesetzt werden kann. Ich möchte noch mal auf die Auswertung der der Sozialbüros hinweisen, wo damals gesagt wurde, man solle bitte als bestes Beratungsmodell die Leistungsbearbeitung und die Beratung voneinander trennen. Das heißt, eine sanktionsbewährte Behörde kann nicht eine Beratung leisten, wie sie jemand leisten kann, der oder die von diesem Sanktionsgeschäft völlig abgekoppelt wird, weil da ein Machtgefälle in einem Beratungsgespräch mitschwingt, was man überhaupt nicht entfernen kann. Bei allem guten Willen einer Sachbearbeitung, die jemanden erreichen möchte. Beratung erfordert Vertrauen und dann öffnen sich die Menschen. Und dann kann man auch schauen, wo sind deine Fähigkeiten, wo sind deine Begabungen? Und wir arbeiten dann einen Weg aus, den dieser Mensch auch gehen kann. Ich sage immer, das sind keine Postpakete, die kann ich nicht einfach auf ein Fließband stecken und hinten kommen sie an. Da ist jeder Mensch etwas anders und jeder Mensch hat auch individuelle Ressourcen. Also die BA sagt das ja ganz deutlich, wir müssen lernen, vom Malusblick hinüberzugehen zur ressourcenorientierten individuellen Beratung. Und das bedeutet für mich ein passgenaues Angebot, was miteinander ausgesprochen wird, was sinnvoll ist, was der Ganzheitlichkeit des Menschen entspricht und ob damit dann auch die Freiwilligkeit herbeiführt, die Sanktion überflüssig macht. Vielen Dank. Frau Wenner, noch eine kurze Nachfrage für die Bündnis 90 Die Grünen. Wenn Sie mir die 38 Sekunden in der freien Runde schenken, dann würde ich jetzt darauf verzichten. Das können wir nicht, aber wir können das nachher flexibel handhaben. Dann kommen wir jetzt in der Tat zur freien Runde. Und in der Tat, Herr Lehmann, Sie haben als Erster das Wort. Vielen Dank. Ich hätte dann eine Nachfrage ans IAB, weil in der Tat mir auch der Widerspruch aufgefallen ist zwischen dem, was Sie dargestellt haben, wie Frau Hofmann das auch noch mal ausgeführt hat, und dem, was auch sozusagen Sie durch die Studien eigentlich rausbekommen haben. Sie haben in Ihrer Stellungnahme zum Beispiel erwähnt, die Berliner Joboffensive als positives Beispiel einer individuelleren, positiveren sozusagen Beratung, die sozusagen auch
ohne Androhung auch auskommen. Deswegen wäre meine Frage, welche Handlungsempfehlungen Sie daraus für die Politik ableiten, wenn wir wissen, dass es auch sehr viele Posis-Praxisbeispiele gibt, eine andere Art der Arbeitsvermittlung auch herbeizuführen? Ja, anhand der... Herr Wolf, Sie haben das Wort. Anhand der Berliner Joboffensive kann man sicherlich feststellen, was geholfen hat, war natürlich, dass man mehr Personal hatte, um eben die Leute zu betreuen. Wir hatten ein Verhältnis 1 zu 100 für die marktnäheren Kunden. Das gleichzeitig ausgelöst hat, man versucht eben, Personen stärker in den Arbeitsmarkt zu bringen durch diese stärkere Beratung. Und gleichzeitig hat das auch in der Institution selbst, in den verschiedenen Jobcentern, Mentalitätswechsel ausgelöst, dass man stärker auf die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt gesetzt hat. Das war sicherlich ein Punkt, der eine Rolle gespielt hat. Ein weiterer Punkt, der natürlich eine Rolle spielt in solchen Situationen, ist, und davon haben wir heute schon mehrfach gesprochen, dadurch, dass mehr Zeit da ist, die mit den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Beratungsprozess verbracht werden kann, kommt es eben zum Vertrauensverhältnis. Kann man letztlich die Personen kennenlernen, kann man die Stärken letztlich erkennen und dann auch eine Integrationsstrategie verfolgen, die an der Person ausgerichtet ist. Denn wir sagen, eine individuellere Betreuung kann in solchen Momenten erfolgreicher sein. Natürlich braucht man die Zeit dafür. Das ist das ganz Entscheidende. Und da hat man natürlich gelernt, dass das hilft. Man hat zudem gelernt, dass bessere Schulungen dann möglich sind, überhaupt erst das Vier-Phasen-Modell zur Integration dann besser umgesetzt werden kann, wenn man eben diese Mehrzeit hat. Das alles hat geholfen und insofern ist es natürlich ein Prozess, der hilft, gemeinsam eine Integrationsstrategie zu entwickeln und damit kann man Sanktionen dann auch vermeiden. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Jetzt hat für die Linke Frau Ferschel das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Künkler von DGB. Und zwar heißt es ja in der Debatte um die Sanktionen oft, dass nur ein ganz kleiner Personenkreis davon betroffen ist, weil nur sehr wenige Leistungsberechtigte überhaupt sanktioniert werden. Mich würde interessieren, was ist die Position des DGB dazu? Wie wirkt sich das geltende Sanktionsregime auf die Arbeitssuchenden und insbesondere auf die abhängig Beschäftigten aus? Auch im Hinblick auf die Frage, die Herr Kober von der FDP vorhin aufgeworfen hat. Herr Künkler. Ja, ich entschuldige mich erstmal bei der Fragestellerin, dass ich ihr den Rücken zuwende, damit die Akustik besser ist mit dem Mikrofon. Wenn wir die Wirkung von Sanktionen analysieren, dann darf man sich nicht nur auf die sanktionierten Personen beschränken, weil diese Analyse würde zu kurz greifen. Die Sanktionsdrohung als Drohung, die wirkt ja auf alle Arbeitssuchenden im SGB II-System. Aus unserer Sicht verschiebt die Sanktionsdrohung das ohnehin gegebene Machtverhältnis zugunsten der Arbeitgeber und zulasten der Arbeitssuchenden. Wenn ich die Sanktionsdrohung im Nacken habe, wenn ich weiß, ich muss jede Arbeit annehmen, dann kann ich mit Arbeitgebern nicht selbstbewusst und offensiv über Arbeitsbedingungen und Arbeitsentgelte verhandeln. Von daher führt aus unserer Sicht die Sanktionsdrohung zu einer Schwächung der Position der Arbeitssuchenden und spielt denjenigen Arbeitgeber in die Hände, deren Geschäftsmodell auf niedriger Bezahlung und prekärer Beschäftigung beruht. Kurz, die Sanktionsdrohung ist ein zentraler Hebel, der Arbeitssuchende heute in prekäre Beschäftigung und in den Niedriglohnsektor zwingt. Vielen Dank, Herr Künkler. Für die SPD-Fraktion Frau Hiller-Ohm. Ja, meine Frage richtet sich an den DGB und an den Deutschen Verein. Und ich möchte auch noch einmal das Thema aufgreifen, der Möglichkeit, Sanktionen bis auf 100% durchzuführen. Wie ist Ihre Einstellung dazu? Ist das aus Ihrer Sicht verfassungsgemäß? Und sehen Sie dahinter eine Zweckmäßigkeit? Herr Dr. Mempel hat ja ausgeführt, dass man das Existenzminimum ja über Gutscheine und so weiter sichern könnte. Halten Sie das für einen sinnvollen Weg oder wie ist Ihre Haltung dazu? Danke. Frau Hiller-Ohm, Sie müssen sich entscheiden. In der freien Runde darf es nur einer sein. Mich den DGB. Herr Künkler, Sie haben das Wort. Ja, wir halten die 100%-Kürzung für total überzogen. Das unterhöhlt das Existenzminimum und wir halten das auch verfassungsmäßig für nicht entsprechend unserer Verfassung. Der Ausgleich über die Gutscheine, der funktioniert in der Praxis ja auch nicht. Weil, wenn es zum Kontaktabbruch kommt, dann wird die Gutscheinregel, greift die gar nicht. Und die Gutscheine decken ja nicht das komplette Leistungsspektrum der Regelsätze ab. Wenn überhaupt, werden ja Gutscheine gewährt für die Bereiche Ernährung, Körperpflege und so weiter. Das Existenzminimum umfasst aber mehr, halt auch die sozialen Bereiche,
die werden von Gutscheinen grundsätzlich nicht erfasst und nicht gewährt. Vielen Dank, Herr Künkler. Jetzt für die CDU-CSU-Fraktion Herr Wittecker. Herr Biadatz. Dankeschön. Ich hätte eine Frage an den Herrn Wolf. Inwieweit kann ein Coaching-Verfahren, wir sprechen ja letztendlich von 3,1% Leute, die eine Sanktionsmaßnahme bekommen, wäre es da sinnvoll oder gibt es da auch schon Untersuchungen, da ein verstärktes Coaching-Verfahren, ich komme selber aus der freien Wirtschaft, bevor ich in die Politik gegangen bin, da war Coaching-Verfahren üblich. Macht es aber Sinn, in so einem Bereich ein verstärktes, dass es eben nicht nur auf den Vermittler beziehungsweise auf denjenigen, der im Arbeitsamt, in der Agentur zuständig ist, sondern dass man nochmal extra ein Coaching-Verfahren einleitet, um dann eben fordern und fördern auch nochmal positiv mitzubegleiten? Herr Dr. Wolf. Jetzt muss ich aber erstmal eine Rückfrage stellen. Coaching-Verfahren dann für die Interaktion Kunde mit Vermittlerberatung? Genau. Ja. Okay. Ich habe dazu natürlich keine Informationen. Wir würden auch nach den Erfahrungen, die wir gehabt haben, aus den verschiedenen Studien zum Beratungsprozess sagen, die Jobcenter selbst sollten eigentlich feststellen, was sind die richtigen Schulungen, wo liegen die Problematiken, dass etwas im Vermittlungsprozess und Beratungs- und Betreuungsprozess, würde ich es auch sagen, in manchen Fällen schief läuft und besser laufen kann. Ein Coaching-Verfahren dabei auszuprobieren, wenn das das Problem wirklich sein soll, das Verhältnis zwischen den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den Vermittlungsfachkräften funktioniert nicht, könnte sicherlich hilfreich sein. Aber ich habe keinerlei empirische Evidenz dazu. Jetzt habe ich von der CDU-CSU-Fraktion noch Herrn Wittecker auf meinem Zettel. Ist noch eine Frage? Keine Frage, nö, keine. Wir hätten... Wir müssen es nicht auskosten. Ist okay. Meine Damen und Herren, da möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese ausführliche Anhörung, die wir gehabt haben. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Heimweg. Danke. Okay.